Herzlich willkommen bei derautotester.de, eurem, ihr wisst es, Autotester des Vertrauens. Was steht heute hinter mir? Hinter mir steht der Nissan X-Trail. Ein Auto, das ihr vielleicht kennt, wo ihr sagt, naja, in der Form gibt es jetzt schon ein bisschen. Davor sah übrigens noch mehr geländewagenhaft aus in der letzten Generation. Jetzt etwas verträglicher, jetzt etwas mainstreamiger, so würde ich das Design bezeichnen. Das heißt, viele Leute sollten das mögen, wenige sollten sich dran stören. Was an diesem großen SUV, das ja 4,68 Meter lang ist, 1,74 Meter hoch, über 1,80 Meter breit, mit Spiegeln über 2 Meter, also wirklich groß, 5 Personen, viel Gepäck. Was an diesem Auto interessant und speziell ist, ist das Antriebskonzept. Das will ich euch gern gleich erklären. Dann schauen wir erstmal unter die Haube. Übrigens auch hier wieder keine Gasdruckdämpfer, sondern eine Stange, aber ist auch in Ordnung. Man macht den Deckel da vorne, man öffnet den ja selten. Aber darüber wollte ich nicht sprechen. Ich wollte sprechen über dieses ganz spezielle Antriebskonzept. Wir haben hier einen 1,5 Liter Dreizylinder-Verbrenner verbaut. Soweit so gut. Dreizylinder sind ja heute sehr verbreitet, allerdings in so großen SUVs eher noch selten. Aber was macht dieser 1,5 Liter Dreizylinder? Der treibt das Auto nicht an. Nein, macht er nicht. Er produziert über einen Generator Strom. Er läuft also immer auf dem gleichen Drehzahlband, um sozusagen in der idealen Verbrennung unterwegs zu sein. Dann wird diese Energie umgewandelt in Strom, die dann entweder direkt zu den Rädern geführt wird oder in ein Akku. Wir haben also faktisch einen Elektroantrieb hier, nämlich an der Vorderachse sitzt ein Antrieb, ein Elektromotor, und an der Hinterachse einer. Und das bedeutet, wir haben einen Allradantrieb, also einen reinen elektrischen Antrieb. Nur die Energie, der Strom, wird produziert von einem 1,5 Liter Dreizylinder. Wenn man drin sitzt und Gas gibt, sich das nicht auf das Motorengeräusch auswirkt. Es sei denn, man hat den E-Modus eingeschaltet, dann ist der Verbrenner aus und man nimmt nur aus dem Akku die elektrische Energie. 213 PS werden so bereitgestellt, also ein ganz ordentlicher Wert, 525 Newtonmeter an Drehmoment, also auch für ein 1,8 Tonnen wiegendes SUV wirklich ausreichend dynamisch. Interessant ist natürlich, wie effektiv ist das Ganze. Nissan sagt natürlich, das ist effektiv, aber man darf nicht ganz vergessen, da geht natürlich bei der Umwandlung der Energie eine ganze Menge verloren. Ja, und jetzt werdet ihr natürlich fragen, ja, was bringt uns das? Was für ein Verbrauch entsteht da? Wir haben auf unseren Testfahrten, in unserem Alltagstest, naja, so etwa 7,5 Liter verbraucht. Nissan gibt ihn an mit 6,4, 6,5 Litern, 6,7 Litern, je nachdem, welche Ausstattungsvariante man hat. Das ist für so ein großes, schweres SUV, der wiegt so etwa 1,8 Tonnen, finde ich, kein schlechter Wert. Wenn man denn mit einem reinen Benziner fahren würde, wäre der Verbrauch deutlich höher. Ich würde mal schätzen zwischen 8 und 10 oder vielleicht sogar Richtung 12 Liter. Und Diesel ist eben nicht mehr in. Da haben die Leute Angst, einen Diesel zu kaufen, weil man eben nicht weiß, welche Zukunft hat der Diesel noch? Ich finde nach wie vor, auf der langen Strecke ist der Diesel ein sehr, sehr interessanter Antrieb. Aber gut, das ist eine politische und auch eine Diskussion, die eben im Zusammenhang mit dem Dieselskandal steht. Also insofern finde ich, auch ein Verbrauch von 7,5 Liter für so ein großes SUV ist in Ordnung. Gleichzeitig hat man natürlich auch eine sehr hohe Leistung von 213 PS beziehungsweise ein Drehmoment von 252 Newtonmeter, da geht es schon richtig schön vorwärts. Also kann man sagen, 7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Bei Tempo 180 ist dann aber Schluss mit lustig, denn da ist die Geschwindigkeit technisch begrenzt, um den Verbrauch natürlich zu deckeln. Und 180 Stundenkilometer reichen ja in aller Regel auch aus. Wer jetzt denkt, das ist ja ein Elektroauto, weil es ja Strom produziert und der Vortrieb über Elektromotoren passiert. Nee, ist leider kein Elektroauto, zumindest was den Gesetzgeber angeht. Kriegst also keine Förderung mehr für, und nicht nur mehr, du kriegst keine Förderung für diesen Nissan X-Trail E-Power, wie man ihn offiziell nennt. Das ist leider nicht möglich. Also faktisch hast du einen Verbrenner
und der eben eine Elektrounterstützung hat. Was interessant ist, in Schwachlastbereichen, also in der City, wenn man wenig Gas gibt, wenn man anfährt, kann man eben auch rein elektrisch fahren. Dann hört man den Motor nicht, weil er nicht läuft. Aber dann, sobald man eben dann ein bisschen Gas gibt, läuft der Motor wieder. Aber nicht, um den Antrieb zu generieren direkt, sondern indirekt eben, um Strom zu erzeugen. Und auch wenn es jetzt so ein bisschen donnert und blitzt, es geht um den Preis. Aber das soll kein Zeichen sein. Den Nissan X-Trail gibt es ab etwa 35.000 Euro mit dieser E-Power-Variante. Denn der offizielle Name dieses Autos ist Nissan X-Trail E-Power. Ja, E-Power, elektrische Power. Und dann noch 4-Force, also Allradantrieb. Also nochmal, 35.000 mit einem Benziner, ab 45.000 mit diesem E-Antrieb. Und hier in der Techno-Variante, es gibt günstigere Varianten, Ausstattungsvarianten, die nicht so viel beinhalten. Es gibt aber auch noch Techno Plus mit etwas mehr. Aber in dieser Variante, wie sie hier vor uns steht, 54.000 paar zerquetschte. Also ein ganz schön hoher Preis, wie ich finde. Aber wenn man natürlich bei den großen SUVs vergleicht, schaut mal, was nehme ich als Vergleich? Kia Sorento, da gibt es einen Mild Hybrid, das ist natürlich nicht das, oder einen Hybriden, das ist nicht das gleiche Antriebssystem, aber tendenziell vergleichbar. Oder ein Honda CR-V. Man könnte vielleicht auch einen Toyota RAV4 vergleichen, dann ist dieser Preis irgendwo im Rahmen dessen, was üblich ist. Und man darf auch nicht vergessen, hier haben wir eine Garantie von 3 Jahren bis zu 100.000 Kilometer. Auch das ist nicht schlecht. Was ich noch ergänzen möchte, dieses Blau kostet 600 Euro Aufpreis. Ohne Aufpreis bekommt ihr nur die Farbe Weiß. Falls ihr eine zweifarbige Lackierung wollt, kostet das schon 1.200 Euro. Ich finde es immer Wahnsinn, was die Hersteller hier an Aufpreisen nehmen für eine andere Lackierung. Denn Lack ist ja ohnehin drauf. Also dann so hohe Aufpreise, aber da wird natürlich Geld verdient. In den Optionen steckt immer der Gewinn für die Hersteller. Zum mainstreamigen Design möchte ich noch sagen, unten eben dann die Chromelemente hier an der Front. Durchaus ein hohes, kraftvolles, bulliges Erscheinungsbild. Zweigeteilte Scheinwerfer, übrigens in der Techno-Ausstattung LED-Scheinwerfer. Und wenn wir schon bei den Techno-Elementen sind, 19 Zoll Felgen, 19 Zoll Alus und auch die abgedunkelten Scheiben gehören dazu. Aber das ist in der heutigen Zeit ja jetzt etwas, was nicht mehr so selten ist. Wir kommen jetzt gleich auch noch zum Gepäckraum und dann schauen wir mal an, was dort an Gepäckvolumen zur Verfügung steht und wie gut man da packen kann. Zu dieser Techno-Ausstattung des Nissan X-Trail E-Power. Yes, 4-Force, E-Force, E-4-Force. Also, toller Name. Gehört auch eben dann die elektrische Heckklappe. Zack, und der Kofferraumdeckel öffnet sich wie von Geisterhand. Wir haben hier 575 Liter in dieser kleinsten Variante. Wenn man die Rücksitzlehnen umklappt, die kann man übrigens dreigeteilt umklappen, dann schafft man es bis zu 1400 Liter Gepäck unterzubringen. Und so lang wie diese Fläche dann daraus wird, ich klappe das mal um, da kann man dann schon erkennen, schaut mal, da kannst du sogar notfalls drin schlafen. Schaut mal da rein, das ist eine schön lange und tendenziell ebene Liegefläche. Wenn man sich da noch ein Polster drunter legt, kann man da drin durchaus schlafen. Also ein Auto, das einen großen Nutzen bieten kann, eben vor allem fürs Gepäck. Und man ist da sehr variabel und gleichzeitig hat man ordentlich viel Fußraum für die Passagiere in der zweiten Reihe. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, und hier hinten hat man wirklich schönen Raum, eine breite, massive Armauflage. Guckt euch das mal an. 2 Cupholder fürs Handy, hier auch noch eine Einsteckmöglichkeit. Und zur Techno-Ausstattung in diesem Kunstleder hier übrigens gehört auch dieses schöne Sonnenrollo, damit sich die Passagiere hinten hier vor der Sonne schützen können. Also, ich bin 1,86 groß. Mindestens 1,86, eher so einen halben Zentimeter noch mehr. Ich habe schönen Raum hier, habe den Sitz vorn auf meine Maße eingestellt. Also ich habe ihn nicht vorgeschoben.
bedeutet richtig schön Raum. Auch die Kopffreiheit ist trotz dieses Glasdachs hier wirklich gut. Da könnten auch noch Leute reinsitzen, die so 5 cm größer sind als ich. Also man sitzt hier gut. Auch die Neigung der Lehnen ist schön flach, sodass man nicht zu aufrecht sitzt. Vor mir gibt es noch einen USB-C und einen USB-Anschluss und auch zur Techno-Ausstattung hier im Nissan X-Trail gehört eine Sitzheizung, nicht nur vorn, auch hinten. Man kann hier hinten die Temperatur auch einstellen für den hinteren Bereich. Wir haben hier eine 4-Zonen-Klimaautomatik und natürlich auch Luftausströmer. Also ein Auto, das durchaus für 5 Personen geeignet ist. Schaut mal, ich mache das mal zurück. In der Mitte ein ebener Bereich, sodass man auch in der Mitte gut sitzen kann. Ein flacher Tunnel hier unten. Also sehr angenehm. Jetzt haben wir uns ins Auto verzogen. Schaut mal, es regnet hier über Offenburg. Ein richtiger Sommersturm zieht auf, Sommergewitter. Und da ist es natürlich angenehmer, im Innenraum zu sitzen. Apropos Innenraum. Also den Innenraum würde ich von seiner Gestaltung her eher als konservativ, wie man ihn auch schon vor 5 Jahren, 10 Jahren entwickelt hat, bezeichnen. Also das ist nicht sehr innovativ. Auch wenn man sieht, so die Form des Bildschirms. Es ist zwar ein Voll-LED, ein voll digitales Display, aber ja, es wirkt von seiner ganzen Gestaltung her konservativ, würde ich sagen. Das kann man positiv werten. Man hat eben auch noch physische Schalter hier. Ihr seht das. Es geht, die Bedienung funktioniert nicht allein über das Display. Aber insgesamt kann ich über die Bedienung jetzt nach dem Alltagstest wirklich sagen, weitgehend intuitiv, bin sehr gut zurechtgekommen. Viele Funktionen sind so abrufbar, wie man sie sich denkt. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man im Auto machen kann, dass es eben intuitiv funktioniert und man sich nicht große Gedanken machen muss, wie komme ich jetzt an diese Funktion. Also funktioniert wirklich gut hier. Die Assistenzsysteme, die verbaut sind, sind modern. Abstandsregel, Tempomat. Ihr seht hier auch die induktive Ladefläche für Smartphone, funktioniert sehr gut. Was mich überrascht hat, ist, dass zwar Apple CarPlay kabellos funktioniert, aber Android Auto übers Kabel funktionieren muss. Für die, die also nicht Apple sind, die sollten wissen, wenn man das Smartphone mit dem System des Autos kombinieren möchte, muss man eben dann ein Kabel verwenden. Hier dann die verschiedenen Fahrmodi, die man einstellen kann. Also schaut mal, hier sieht man es dann auch, Eco, Sport, Standard, Snow. Da könnt ihr euch ja dann mal spielerisch damit beschäftigen und natürlich noch Offroad. Also tatsächlich ein allradgetriebenes Auto. Die wesentlichen Funktionen, wie man sie kennt, am Lenkrad, adaptiver Tempomat, auch das ist in der Techno-Ausstattung eben beinhaltet. Viele Dinge, wir blenden die euch ein, was alles zu Techno gehört. Da vorne auch wieder wie hinten schon eben USB klassisch und USB-C. Also und hier in der Mitte getrennt offenbar, das ist immer ganz gut, denn sonst, wenn es nur einseitig offenbar wäre, wäre es eine hohe, würde der Deckel hoch stehen. Also ganz gut noch eine Unterteilung da drin. Also ich würde sagen, kann man sich wohlfühlen, sind die wesentlichen Dinge da, die man braucht. Hier noch eine 12 Volt Steckdose. Dieses Kunstleder ist jetzt nicht so meins. Man schwitzt im Sommer eher drauf, im Winter ist kalt. Da würde ich einen Stoff vorziehen, aber das gehört nun mal jetzt zur Techno-Ausstattung. Die Sitzheizung hilft natürlich gegen das Kühle, aber es gibt keine Sitzkühlung. Was ich euch noch zeigen möchte, ist dieses schöne Panoramadach. Im hinteren Bereich statisch. Vorn hier kann man es auch öffnen. Schaut mal hier. Ich finde es immer sehr angenehm, was man warme Luft rauslassen kann, frische Luft reinlassen kann. Und man kann hier in dem Fall auch, schaut mal, komplett verdunkeln, damit, wenn die Sonne besonders stark einstrahlt, man da keine Nachteile hat. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los und ich beginne mal im EV-Modus. Ihr habt es gehört, ich habe auf den EV-Knopf gedrückt und der Motor ist ausgegangen. Das ist dafür gedacht, dass man eben in Bereichen fahren kann, wo man niemanden stören möchte, wenn man morgens leise aus der Garage fährt zum Beispiel. Wenn man allerdings dann eben mehr Leistung abfordert, dann wird der Motor aktiviert. Wie gesagt, die Energie, den Strom bekommen die beiden Elektromotoren ausschließlich eben von diesem Verbrenner über den Generator produziert, wird dann auch zwischengespeichert, damit man eben auch mal ein kleines Stückchen ohne Verbrenner fahren kann. Da geht es relativ steil runter. Das Auto ist jetzt von seiner Abstimmung her
Ja, ein bisschen hat, wenn man schon mal. Also man spürt Unebenheiten schon, aber ich würde nicht sagen, dass es unangenehm ist. Es gibt Autos, die hier ja noch eine etwas komfortablere Abstimmung haben. Das hat mich so ein bisschen überrascht, habe gedacht, das ist hier auch so. Denn wie gesagt, um die 54.000 Euro in der Techno-Ausstattung werden dann schon fällig. In der Basis übrigens mit einem Benziner gibt es den X-Trail ab 35.000 Euro. Und in der günstigsten Ausstattung mit diesem E-Power-Antrieb kostet der Nissan X-Trail dann 45.000 Euro. Ein paar zerquetschte kommt ja jetzt nicht auf 100 Euro an, denn man verhandelt am Ende ja eh über den Preis. Ansonsten, man sitzt natürlich hoch. Die Übersicht nach hinten ist nicht so gut, weil man die Kopfstützen im Weg hat. Aber es ist in Ordnung. Auch nach vorn finde ich das völlig okay. Sitzposition, wie gesagt, gut. Die Sitze geben jetzt nicht sehr viel Seitenhalt. Die sind relativ weich hier in den Seitenwangen. Es ist jetzt kein Sportwagen. Ja, der X-Trail möchte auch kein Sportwagen sein. Und insofern braucht er jetzt auch nicht unbedingt diesen extremen Seitenhalt. Aber ich finde es immer schön, wenn man es eben dann auch hat. Diese Mischung aus dem braunen und aus dem schwarzen Kunstleder ist jetzt nicht so ganz meins. Da hätte ich es gerne einfarbig. Aber das ist am Ende auch wieder Geschmackssache. Also das müsst ihr dann sehen. Und da könnt ihr ja, wenn ihr im Konfigurator bei Nissan unterwegs seid, auch schauen, was euch am besten gefällt und welche Ausstattungslinie euch denn am stärksten entgegenkommt. Die Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in 7 Sekunden ist für mich völlig okay. Wie gesagt, kein Sportwagen, 180 Stundenkilometer als VMAX auch völlig okay. Mehr braucht man, wie ich finde, nicht. Andere Hersteller wie Volvo haben sich ja da bei ihren Autos auch begrenzt und haben gesagt, wir fahren nicht mehr schneller als 180. Und früher oder später wird es dann auch auf unseren Autobahnen ohnehin eine Tempobegrenzung geben. Also die Dynamik ist okay in den Kurven. Wie gesagt, kein Sportwagen. Sollte man es eher gemütlich angehen lassen. Aber es ist ein Auto, das trotzdem ausreichend dynamisch ist. Also gerade an steilen Autobahnauffahrten reichen diese 213 PS für den 1,8 Tonnen schweren X-Trail durchaus aus. Die Assistenzsysteme funktionieren aus meiner Sicht gut. Gerade der adaptive Tempomat, den ich immer für wichtig halte, weil er eben Sicherheit und Komfort bei langen Autobahnfahrten insbesondere bringt, funktioniert alles gut. Da habe ich keine Schwächen festgestellt. Also ein Auto, was ich denke, das wirklich sehr gut ausentwickelt ist, wo ich keine wesentlichen Schwächen entdecke. Wie gesagt, das Fahrwerk ist nicht das komfortabelste. Was für Nutzer wichtig ist, die hin und wieder einen Anhänger ziehen wollen, das ist hier möglich. 1,8 Tonnen kann man ziehen. 100 Kilo Stützlast auf dem Dach wie auch auf der Anhängerkupplung sind möglich. Denn diese Daten deuten eben darauf hin, dass man den Nutzen des Nissan X-Trail auch schön erweitern kann. Es gibt ja Elektroautos, die gar keine Anhängerkupplung ermöglichen, aber da sind wir hier ja auf der sicheren Seite. Ja, und da sind wir schon wieder beim Fazit angelangt. Was möchte ich zusammenfassend über diesen Nissan X-Trail E-Power E-Force sagen? Das ist ein großes SUV für Familien, die viel Platz brauchen, die einen Übergang suchen aus der Verbrennertechnologie hin zur Elektromobilität. Das ist eine Übergangstechnologie mit diesem E-Power-Motor, den ich am Anfang erklärt habe. Ordentliche Leistung, das Fahrverhalten, nun ja, ein bisschen holprig manchmal, ein bisschen grob. Was mir am negativsten auffällt, ist der hohe Preis. Natürlich 54.000 Euro kostet die Variante hier mindestens. Dann kommt ja auch noch die Farbe dazu, wenn man noch ein bisschen was dazu möchte. Aber die Ausstattung Tekna ist wirklich umfassend. Aber 54.000 Euro musst du halt erstmal hinkriegen. Da könnte man überlegen, ob man dieses Auto vielleicht nicht auch least, gerade wegen der Technologieentwicklung auch. Schaut mal bei nullleasing.com vorbei. Da gibt es immer günstige Leasing-Angebote. Und Nullleasing arbeitet mit den Herstellerbanken zusammen, also nicht in irgendein Hinterhof-Leasing. Also ein großes SUV, Übergang zur Elektromobilität, ein interessantes Motorenkonzept, viel Raum zu einem nicht wirklich niedrigen Preis. Aber so ist das heute. Autos sind heute eben einfach nicht mehr
günstig. Das war die Vorstellung unseres Nissan X-Trail Testwagens hier mit der e-Power Technologie. Ich hoffe, es war interessant für euch. Dann aktiviert gern die Glocke, aktiviert nicht nur die Glocke, abonniert den Kanal, hinterlasst euer Like, das würde uns freuen. Dann sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Mal, wenn der autotester.de, euer Autotester des Vertrauens, wieder ein neues Modell vorstellt. Ansonsten passt sehr gut auf euch auf, bleibt gesund, euer Friedbert.